König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute wieder mal zusammengefunden, um über einen weiteren King-Roman zu reden. Und dazu habe ich heute ein relativ großes Team. Es ist nämlich nicht nur wie immer der wundervolle Flo bei mir. Hallo Flo. Guten Abend. Sondern auch der großartige Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Außerdem unsere Lieblingsgeisel, der Hendrian. Hallo Hendrian. Und eine wiederkehrende Gäste, die Tinkerbell. Hallo Tinkerbell. Moin Moin. Du warst schon mal bei uns, aber ganz, ganz, ganz am Anfang der Gründungstage dieses Formats. Ja. Ich glaube zu Brenn muss Salem, ist das richtig? Ja. Folge 2. Da war ich aber noch alleine dabei. Ja, und die Menschen, die uns auf Twitch zuschauen, die sehen, dass da ein lustiges Getier auf Menschen rumkrabbelt. Wer ist das? Das ist der Captain Fuzz Lightyear. Das ist einer meiner neuen Ratten von der Rattenhilfe. Und den habe ich irgendwie sehr lieb und deswegen habe ich den auch gerade eigentlich schon die ganze Zeit bei mir. Und deswegen könnt ihr den jetzt auch mal so sehen. Und wie lange hast du ihn schon? Den habe ich jetzt seit knapp einem Monat. Der kam aus einem Großnotfall, wo wir mit 5 anderen Rattenhilfen und 6 anderen Tierheim zusammen aus Lübeck Tiere rausgeholt haben. Und voll cool. Tinkerbell, wie ist es bei dir? Wie gesagt, es ist schon echt lange her, dass du bei uns warst. Hast sich bei dir irgendwas ergeben? Hast du irgendwie ein neues Format oder neue Projekte gestartet oder irgendwas, worüber du reden willst? Also ich bin jetzt eigentlich nur, dass ich momentan, ich habe ja eigentlich immer noch mein Twitch-Kanal, das ist Legendary Learfox, aber ich bin jetzt seit knapp einem halben Jahr eigentlich nur noch offline, weil ich mich primär nur noch um die Rattenhilfe kümmere. Ich habe jetzt aktuell 14 eigene Tiere und, lass mich lügen, 7 Pflegeratten jetzt gerade aktuell da, es sind eben gerade noch 3 reingekommen, deswegen bin ich heute auch ein bisschen später da. Mhm. Und wie gesagt, ich mache momentan eigentlich meine primäre Zeit nur noch für die Rattenhilfe. Das tut mir gut und es ist halt irgendwie schön, im Tierschutz jetzt aktiv zu sein. Ich werde auch irgendwann wieder streamen, aber das dauert noch ein bisschen. Okay, aber wir werden trotzdem den Link wieder im Blogtext mit verlinken. Wenn es irgendwann mal wieder losgeht, können die Leute dich mal besuchen. Sehr schön, dankeschön. Gut, über welches Buch wollen wir denn heute reden? Wir haben uns heute das Mädchen vorgenommen. Und ich befürchte, das wird wieder eine Sendung werden, in der wir uns sehr viel streiten. Und deswegen würde ich sagen, Flo, gib uns doch mal eine zeitliche Einordnung. Also, wir haben uns heute das Mädchen vorgenommen. Klingt schon mal falsch. Aber dann legen wir mal los. Das Buch ist im Original 1999 erschienen unter dem Titel The Girl Who Loved Tom Gordon. Im amerikanischen Voratlantis, im deutschen Nachatlantis. Warum das auch wichtig ist, da kommen wir später noch dazu. Und Stephen King selbst hat über dieses Buch gesagt, wenn Bücher Babys wären, dann wäre das Mädchen eine ungeplante Schwangerschaft. Ja, so fühlt sich's an. Ja. Es ist ein für King eher ungewöhnliches Buch, weil es nämlich sehr, sehr kurz ist. Es ist, glaube ich, eins der kürzesten, was er geschrieben hat. Anders angefühlt. Was? Ja, das ist eines der kürzesten, die er geschrieben hat. Zwischen 2 Romanen, wie so oft, schreibt er dann Novellen, aber die werden selten alleine veröffentlicht. Und ja, gar nicht so viel Vorrede heute. Das meiste kommt nachher nämlich dran. Deswegen lassen wir uns jetzt von Jonas mal erzählen, worum es in diesem Buch geht. Gerne. Trisha McFarlane verläuft sich bei einem Ausflug mit ihrer Familie in den Appalachen. Fest entschlossen, den Weg wiederzufinden, läuft sie immer weiter in die Wildnis, so dass spätere Suchtruppen am völlig falschen Ort suchen. Toast bieten ihr Walkman, mit dem sie per Radio Baseballspiele hört, und ihr eingebildeter Freund, der Baseballspieler Tom Gordon. Sie ernährt sich von den Resten ihrer Verpflegung, von Beeren, Bucheckern und jungen Farmen, verdirbt sich mit Bachwasser den Magen und so weiter. Und irgendwann beginnt sie dann auch zu halluzinieren und denkt, ein
sogenannter Gott der Verirrten habe es auf sie abgesehen. Ja, und letztendlich trifft sie dann auf einen Bären, den sie auch für diesen Gott hält. Der wird dann allerdings von einem Wilderer verscheucht, beziehungsweise angeschossen und läuft weg. Und Trisha kommt dann ins Krankenhaus und trifft dort ihre Familie wieder. Ja, danke für die Zusammenfassung. Es waren ungefähr 20% mehr Informationen, als ich gehabt hätte für diese Zusammenfassung. Ja, wie sieht's aus? Tinkerbell, du hast relativ viel King-Erfahrung oder eher wenig? Oder wie sieht's aus bei dir? Ich kenne bis Under the Dome alle. Und nach Under the Dome habe ich aufgehört. Das war mein letztes King-Buch. Okay. Und das ist ja hier tatsächlich mal ein bisschen außergewöhnlicher als das Übliche, was wir haben. Wie war denn so dein allererster Eindruck? Ich muss gestehen, dass es neben der Todesmarsch eins meiner Lieblingsbücher von ihm ist. Gerade weil es halt kein typischer King ist. Gerade weil die Story einfach mal anders ist, weil es mal ohne den typischen Horror ist, aber halt eine Art der Psyche hat, die man auch halt wie in der Todesmarsch sehr schön immer sieht, wie sich die Psyche verändert. Und das mag ich sehr gerne an dem Buch. Okay. Jonas, du hast es, glaube ich, mit mir als Hörbuch gehört? Ja, also ich fand es anfangs sehr langatmig. Und ja, es wurde nicht viel besser, fand ich. Also klar, er hat sich bemüht, so ein bisschen das Innenleben des Mädchens, aber ja, irgendwie konnte ich mich nicht da so richtig reinversetzen. Gut, Hendrian, du hast dich für diese Aktion freiwillig gemeldet, soweit ich mich erinnern kann. Warum? ich hatte mal wieder Lust, einen King zu konsumieren. Mache ich ja nur bei euch quasi. Ich fand die Geschichte erstaunlich gut. Okay. Nicht als normale King-Geschichte, aber es ist ein schönes Abenteuerheftchen. Und wenn man so ein paar Grundvoraussetzungen ändert, zum Beispiel das Alter des Mädchens ein bisschen hochsetzt gedanklich, macht das Ganze auch Spaß. Okay. Weil so ne von den Figuren her finde ich es nicht so prall, aber wie gesagt, wenn man da im Kopf ein bisschen das Setting ändert, finde ich, ist das ein echt schönes, ja, Kinder-Jugend-Abenteuerbuch. Okay. Flo, wir müssen ja lesen, ob uns das gefällt oder nicht. Was hast du für eine Meinung? Ja, also ich hatte es so 2000 rum, als es rauskam, das erste Mal gelesen und hatte es als gut in Erinnerung und diese Meinung hat sich jetzt auch nicht großartig geändert. Es gibt ein paar Sachen, die mich stören, einfach auch, weil ich überhaupt kein Sportfan bin. Und das ist, ja, ich kenne mich halt auch überhaupt nicht damit aus und Baseball sowieso nicht. Und naja, aber der Hendrian ja auch sagt, ich sehe es auch als Jugendbuch eher an. Und dafür ist es richtig gut. Ja gut, es sagen halt jetzt schon wieder zwei von den Beteiligten, es ist ein Jugendbuch. Dann brauchen wir uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, wie ich dieses Buch finde, weil wir wissen alle, ich hasse Kinder. Vor allem Literaturkinder. Und nein, das ist so überhaupt nicht mein Buch. Also nicht das Schlechteste. Es ist auch nicht schlecht geschrieben, aber es passiert einfach nichts. Also so gar nichts. Und was mich daran noch so viel mehr stört, ist, wir haben ja bei King gerne diese S-Kinder, diese die Leiche-Kinder. Gut, bei die Leiche-Kinder haben sie sich auch kaputt geekelt vor den Blutegeln und so weiter und so fort. Das waren auch dusselige Stadtkinder. Aber da schwamm ja immer so diese grundlegende Abenteuersuche mit rein. Und denen hätte man das vielleicht noch ein kleines bisschen geglaubt. Bei Trisha hat das bei mir selbst auf der Ebene noch versagt. Für mich war das Buch auch ganz fürchterlich langatmig, weil es halt auch so wenig glaubhaft war. Und ich muss halt sagen, was mich massiv gestört hat, ich lese King wegen der unbeabsichtigten Symbolik. Und das ist halt Naturalismus in Reinform für mich gewesen. Das bisschen, wo sie halluziniert, das hat mir nicht gereicht.
dass ich da in diesem Buch was für mich rausziehen konnte. Flo, wie ist denn das? Du hast gerade schon erwähnt, dass wir in der letzten Geschichte mit Atlantis, dass die in Deutschland zuerst veröffentlicht worden ist und dann in Deutschland das Mädchen danach und in Amerika genau andersrum. Gibt es dafür einen Grund, warum das passiert ist? Ich habe gesucht, ich habe keinen gefunden. Ich habe nur dabei was anderes entdeckt. Da hat ein Autor geschrieben, dass wohl jeder große Schriftsteller hat wohl irgendwann diese Sportphase. Er ist darauf eingegangen, dass John Grisham diese Baseball-Romane geschrieben hat, zwei Stück, so um die 2000 rum, King das hier und sogar Tom Clancy muss irgendwie einen Sportroman geschrieben haben, den ich jetzt nicht kenne. Und ich sehe das hier aber eigentlich nicht als Sportroman an. Ich sehe es tatsächlich als Kings ersten und einzigen Jugendroman. Auch wenn er nicht so ganz passt. Und ich glaube... Augen des Drachen? Ja, da kann man sich immer streiten. Talisman würde ich jetzt nicht sagen. Talisman ist einfach nur Chaos. Aber ich glaube, es kommt sehr darauf an, mit welchem Mindset man an das Buch rangeht. Wenn man hier eine Horrorstory erwartet, dann glaube ich wirklich, dass man enttäuscht wird. Wenn man sich aber auf so eine Abenteuergeschichte einlassen kann, dann kann das gut funktionieren. Und ich hatte jetzt mit Trisha als Hauptfigur keine so großen Probleme. Also sie war nicht das nervigste Kind, obwohl sie die einzige Figur ist, die wir überhaupt kennenlernen. Ich fand ihre Freundin Pepsi oder wie die heißt, viel, viel schlimmer. Ja, das stimmt. Naja, wollen wir gleich mal ein bisschen bei den Figuren bleiben. Was mir gefallen hat, sehr gut gefallen hat, was auch bei mir eine gewisse Resonanz erzeugt hat, war tatsächlich diese Familienhintergrundgeschichte. Das haben wir ja bei King regelmäßig, wie gesagt, so gebrochene und halbgebrochene Familien. Aber diese gruseligen, erzwungenen Familienausflüge mit Happiness is Mandatory-Geschichten, das kenne ich sehr gut. Und das war auch der einzige Teil im Buch, an den ich sehr mich reinversetzen konnte. Wie ging's euch damit, diese ganze Familiengeschichte dahinter? Die war gut, aber für mich wirkte die, als war es eine nachträgliche Rechtfertigung. Als war die nachträglich reingebaut. Nö, das fand ich jetzt nicht. Also, es ist so der Auslöser. Das heißt, spielt halt keine so große Rolle. Aber ich fand das schon so, dass es zur Geschichte gehört. Es war auch nicht das Einzige, womit ich mich identifizieren konnte mit diesem Buch. Also, ich musste auch schon mal im Wald pinkeln. Jonas, wie ging's dir? Irgendwie diese ganze Familiensache mit jedes Wochenende einen Ausflug und so, das kam mir ein bisschen sehr musterfamilienmäßig vor. Ich weiß nicht, ob das in den USA so regelmäßig ist, dass man wirklich jedes Wochenende irgendetwas tut oder ob das einfach bei uns daheim nicht so war, weil mit vier Kindern kannst du halt nicht immer irgendwo hin, aber ja, es war alles sehr... Ich glaube, das ist auch für die USA nicht normal. Ich glaube, das ist genau diese Überkompensationsgeschichte, die es halt in vielen Scheidungs- und fast Scheidungsfamilien so gibt. Eben dieses erzwungene, ich biete denen ja was viel Besseres als du. Oder dieses nach außen den Anschein wahren, wir sind ja eine intakte Familie. Ich glaube, das ist viel mehr das, was da dahinter steht, als dass das wirklich normal wäre. Also ich hatte das irgendwie so gelesen, als ob das auch schon vor der Scheidung so gewesen wäre, dass quasi der samstagliche Ausflug Pflicht ist. Tinkerbell, wie ging es dir damit? Ich muss dir da ziemlich zustimmen. Das ist, also ich bin jetzt zur Hälfte Ami und ich kenne das jetzt so nicht. Ich kenne das auch nicht aus dem bekannten Verwandtenkreis, dass wirklich jetzt jedes Wochenende was ist. Es gibt zwar diese langen Roadtrips, die man da mal macht, aber das sind dann eher diese Sachen, die man dann irgendwie über längere Zeit macht oder man wirklich mal sagt, man macht jetzt wirklich mal so eine längere Zeit auf der Road.
Aber es wirkte auch tatsächlich eher so dieses, ja, wir haben die Scheidung, ich bin die bessere Mutter und ich will jetzt, dass ihr mit mir Zeit verbringt und ich will, dass ihr in dieser Zeit was lernt. Das sagt sie ja ganz häufig, dass ja Pete ja sich auch aufgeregt hat, wenn die in irgendwelchen Sachen waren, wo es irgendwie keine Videospiele gab, wo es einfach irgendwie nur so zum Lernen ging. Und Pete war ja nur glücklich, als sie da in diesem einen Park waren, wo er den ganzen Tag mit den Videospielen spielen konnte. Grundsätzlich fand ich das als Grundsetting interessant, weil es nicht das Entscheidende ist. Und du hast nicht diesen Faktor, du brauchst es, um diese Story glaubhaft zu machen, sondern es ist eine Einleitung, es ist ein, da kommt sie her, es ist ein bisschen Background-Story, du kannst Trisha damit ein bisschen einordnen, du kannst Trisha damit einordnen, wie war das mit ihren Bruder, wie ist das mit ihrer Mutter, wie ist das Verhältnis zu ihrem Vater. Zu ihrem Vater hat, aber es gibt das Verhältnis. Und diese Art und Weise, wie es dann zugesetzt, ist halt einfach eine Grundstory, die aufgebaut wird, die eine Basis bietet. Warum ist ein 12-jähriges Mädchen im Wald alleine? Und ein 12-jähriges Mädchen kommt halt nicht alleine in den Wald. Und das ist halt als Grundstory, finde ich die Idee sehr schön und es passt rein. Sie ist sogar erst 9. Stimmt. Sie war ja ganz jung. Ich musste gerade nachgucken. Na, da kommen wir halt für mich zum nächsten Problem von dem Buch. Das Mädel wirkt halt nicht wie 12. Wie 9. Die wirkt nicht mal wie 12. Die wirkt halt, naja, ja gut, 12 vielleicht. Mit ganz viel guten Willen. Und ich sehe auch ein, dass sie vielleicht sich nicht ganz so idiotisch anstellt, weil sie eben diese Lehrgangsausflüge schon hatte. Aber trotzdem war das für mich kein 9-jähriges Kind, also so überhaupt nicht. Darf ich fragen, wieso du da zu dieser Einstellung kommst, dass sie nicht 9 ist? Weil sie zu viel weiß, oder? Nicht unbedingt zu viel weiß, das könnte ich mir noch erklären. Aber sie ist einfach in ihrer Reaktion zu Erwachsenen, sie gerät viel zu wenig in Panik. Sie hat viel zu wenig irrationale Ängste. Sie hat sehr viele Ängste, aber die sind ja alle mehr oder weniger rational. Aber ich glaube, hätte man mich, und ich bin Dorfkind, ich bin am Wald und im Wald und draußen aufgewachsen, aber hätte man mich mit 9 alleine nachts im Wald gesperrt und ich wäre nicht rausgekommen, würde der Wald heute nicht mehr stehen. Würde der Wald heute nicht mehr stehen, richtig. Aber vor allem wäre das halt viel mehr mit viel mehr irrationaler Angst verbunden als rationaler Angst. Also ich sehe hier schon einiges an irrationaler Angst. Ich gebe dir vollkommen recht. Also teilweise sind diese Gedankengänge, gerade so philosophische Gedankengänge, die passen nicht zu einer 9-Jährigen. Aber ich sehe schon gerade so, wenn sie immer weiter auch abgleitet, da sehr viele irrationale Sachen dabei. Ja, aber das, also gerade dann im Verlauf des Buches, dann geht es halt wirklich um Dehydration, da geht es um Hunger und so weiter und so fort. Also, dass sie da abgleitet, das würde, glaube ich, einem erwachsenen Menschen genauso gehen. Ja, klar. Wobei, ob du anfängst, Götter zu sehen, dass du da halt 3 Leute siehst, die im Wald bei dir auftauchen und sagen, hey, ich bin hier der Gott von Tom Gordon, ich bin hier der Gott von dies und das. Und hey, das habe ich, ohne dass ich irgendwie dehydriert oder irgendwas bin. Ich habe dir schon ein paar Mal gesagt, ich bin kein Gott, ich bin ganz normal. Adrian, du hast die ganze Zeit genickt. Ich nehme an, du teilst meine Einschätzung. Also, ich fand die Familie komplett überflüssig. Mhm. Die hätte man komplett rausschreiben können und sagen können, das Kind hat sich beim Spielen im Wald verlaufen. So nötig fand ich das für die Geschichte eigentlich nicht. Der Punkt mit, sie wirkt nicht wie 9, finde ich auch, die ist zu abgeklärt. Oder ich wäre zumindest mit 9 nicht so abgeklärt gewesen, wie sie da dargestellt wird. Und dann hatte ich noch einen Punkt, den habe ich vergessen. Okay.
Jonas, Meinungen? Ja, also sie kam mir auch zu, ja, also sie wirkte älter als 9 auf mich. Irgendwie ja 12, 13, so vielleicht, aber ja, ansonsten, ja, weiß nicht, was ich noch sagen soll. Nee, das ist ja okay. Ja, wobei, müssen zugeben, die meisten King-Kinder wirken älter, als sie sind. Ja, das stimmt ja, auf jeden Fall. Wie hat euch denn das Setting gefallen? Also so diese Weltbeschreibung und so weiter. Das weiß jetzt nicht, ob das ich da einfach das falsche Publikum bin. Weil eben, wie gesagt, ich bin halt Dorfkind. Also ich kenne das und ich weiß, wie Wald ist und wie Wald klingt und wie Wald sich anfühlt. Und ich bin kein Fan davon, aber so grundsätzlich ist mir das geläufig. Ich stelle mir aber vor, dass erstens die Appalachen noch mal eine ganz andere Hausnummer sind, sowieso. Aber zweitens, dass das sicherlich auch einen großen Teil für ein Publikum geschrieben ist, das in irgendeiner amerikanischen Großstadt sitzt und in seinem Leben vielleicht zweimal einen richtigen Wald sieht. Aber das kann meine krude Einschätzung sein. Wie seht ihr das? Ich fand die Wald- und Naturbeschreibung mit am besten an dem Buch. Also das hat mir wirklich sehr gefallen. Ich mag Wald. Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, ich sitze jetzt hier und gucke raus auf den Wald. Bin ja regelmäßig da drin. Ich konnte mich gut reinversetzen in diesen Wald. Wobei ich mit der Größe Probleme hatte. Ich meine, sowas gibt es ja in Deutschland nicht, solche riesigen zusammenhängenden Waldflächen. Aber trotzdem konnte ich mich da gut reinversetzen in den Wald. Also fand ich schon gut. Und das fand ich halt auch wieder, aber da weiß ich nicht, ob ich falsch denke. Aber wie wird behauptet, wie lange ist sie weg? 8, 9 Tage? Ja, ich glaube auch etwas über eine Woche. Aber schaffst du das als Kind, als 9-jähriges Kind, hast du ja auch eine gewisse Schrittweite zum Beispiel. Schaffst du das als 9-jähriges Kind, so viele Kilometer zu machen, dass du durch 3 Bundesstaaten kommst? Ja, gut, ich kann nicht laufen, ich kann da nicht mitreden. Ich weiß es nicht, ob das geht. Also, es ist ja, glaube ich, die Rede von ein paar hundert Meilen, die sie zurückgelegt hat. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das viel ist oder wenig. Oder keine Ahnung. Das sind keine paar hundert Meilen, aber wenn du bedenkst, sie läuft einfach kontinuierlich. Ne? Und sie fängt irgendwann an, über ihren Geist, sie sagt ja auch einmal dieses... Geist ist jetzt weg, hier Körper übernimmt jetzt. Fantasie, komm bitte wieder, wenn ich dich brauche. Geist, komm wieder, wenn ich dich brauche. Körper kontrolliert jetzt. Ne? Das ist ja, wo sie den Fisch zum Beispiel ist. Ich kann mich jetzt nicht an mehrere hundert Kilometer, 100 Meilen erinnern, aber ich glaube, am 5. Tag oder so, wo die Helikopter sind, war sie bei 50 Meilen. Und das halte ich für nicht unrealistisch. 50 Meilen sind ungefähr 70, 80 Kilometer. Das ist machbar. 10, 11, 12 Kilometer pro Tag ist, denke ich, kein Problem. Und wenn sie wirklich einfach läuft und einfach auch dieses, ich muss doch den Weg finden. Und wenn sie einfach sie watschelt zwar nachher, weil sie meint, dass alles wehtut, weil alles aufgerieben ist, aber ich finde es nicht unrealistisch. Und ich habe mich tatsächlich an meine Kindheit auch in amerikanischen Wäldern so erinnert gefühlt. Das war schon... Doch, also es passt schon. Und gerade wenn du häufiger so eine Spaziergänge machst, wenn es heißt, jeden Samstag laufen, machen sie diese Ausflüge, dann ist sie es vielleicht auch gewöhnt, dass sie das mehr macht, dass sie häufiger so eine Ausflüge hat, so eine längeren Strecken. Und ja, okay. Wenn du dennoch im Kopf dieses hast, ich muss doch die Straße finden, ich muss Menschen finden. Ja, okay, das sehe ich ein, ja. Na, dann. Und ich habe gerade mal auf die Karte geguckt, gerade da so oben, dieser Main Acre an der Ostküste, sind die Bundesstaaten relativ klein auch. Also es wäre sogar möglich, dass sie da in 3 Bundesstaaten waren in den Tagen. So über Ecke, ne? Genau. Okay, ich sehe gerade, irgendwie habe ich die Kilometer falsch im Kopf gehabt. Ich dachte nämlich, sie wäre am 2. Tag oder so 80 Kilometer weit weg. Das kam mir sehr viel vor, aber es waren 15. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Zahlen komme.
Nee, auf jeden Fall, das hatte mich gewundert, weil ich mir halt denke, ja, aber wie gesagt, ich habe halt keine Relation zu Laufen. Also so grundsätzlich nicht. Aber ja, und generell war mir das Kind viel zu kompetent. Also ich kann mir keine Konstellation vorstellen, in der das funktionieren kann. Da mag ich vielleicht auch wieder eine komische Einstellung zum Leben haben. Ich hätte mich einfach irgendwo hingelegt und hätte Sterbi gemacht. Aber dass ein neunjähriges Kind das überlebt und dann auch noch genau an der Stelle rauskommt, wo durch Zufall dann doch mal eine leichte Besiedlung ist, das war mir alles zu konstruiert. Naja, sie weiß, dass sie die Bucheckern essen kann, sie weiß von den paar Bären und sie weiß von den Fahnen. Den Rest weiß sie nicht. Es gibt im Wald gibt es so viele Sachen, die du essen kannst. Und verhungern müsstest du im Wald eigentlich gerade in so einer Zeit überhaupt nicht, weil es halt alle möglichen Arten von Früchten gibt. Es gibt alle möglichen Arten von Nüssen und ich weiß nicht was alles. Und sie weiß halt kaum was sie essen kann. Sie weiß nur, dass Tom Gordon Eiswasser in den Adern hat. Sie weiß, dass sie den Farn essen kann und sie weiß, dass sie Wasser trinken muss. Aber sie macht sich keine Sorgen, ob das Wasser nun verunreinigt ist. Sie macht sich keine Sorgen, was ist. Sie ist, ich finde sie sogar sehr naiv und teilweise sogar sehr blauäugig. Das Einzige, wo ich das sehr komisch fand, ist, wie sie denn die ganzen Lebensmittelreste alle wieder feinsäuberlich einpackt. Das finde ich, das wäre das Einzige, wo ich sage, so, naja, keine Ahnung, der Rest fand ja, das, ich... Das können die Öko-Eltern sein, vielleicht. Okay. Aber nee, da, genau das meine ich. Auf der einen Art ist sie doch recht kompetent für ihr Alter, auf der anderen Art ist sie halt doch an so vielen Stellen fürchterlich unwissend und dass sie es dann trotzdem überlebt, kam mir halt... Ich meine, klar, du kannst in so einem Buch, ohne dass du von Kritikern gekillt wirst, kein neunjähriges Kind töten, das ist mir schon bewusst, aber... Naja, er hat auch schon einen Fünfjährigen im Auto verdursten lassen, also... Ja, aber dann war halt der Fünfjährige auch nicht über das ganze Buch unser einziger Hauptkontaktpunkt. Ich meine, wir hatten festgestellt, dass der Fünfjährige mehr Charakter hatte als seine Mutter, aber ja, du weißt, was ich meine. Ja. Also, ich weiß nicht, ich fand das eigentlich relativ glaubwürdig. Sie hat eine gewisse Grundausbildung, dadurch, dass sie da immer mitgeschleift wird bei den Ausflügen und da immer irgendwas erklärt bekommt. Wie gesagt, ich habe die im Kopf ein bisschen älter gemacht, dann hat das irgendwie gepasst für mich. Und dass sie halt sowas weiß, wie ich muss was trinken, weil sonst falle ich tot um, war jetzt für mich auch nicht ganz unrealistisch. Und da es halt eine Geschichte ist, hast du ein bisschen so ein Zufallsglückselement dabei, dass er halt durchkommt. Also ich fand... Ich finde es weiterhin ein echt amüsantes Büchlein. Jonas, hätte man dich mit 9 Jahren in den Wald gesetzt und gesagt, geh geradeaus. Es wäre ja bei mir schon gescheitert, gerade Linie finden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hätte das bei dir funktioniert? Wahrscheinlich nicht. Ich hätte mir eingebildet, ich hätte es gekonnt, aber es hätte nicht geklappt. Weil das ist zum Beispiel sowas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Das Ernährungsproblem, meinetwegen, sehe ich ein, dass das gehen kann. Und auch diese ganze, ich weiß, ich muss das und das machen und so weiter, sehe ich alles ein. Aber alleine dieser leichte Orientierungsaspekt, da wäre es bei mir halt komplett vorbei gewesen. Da wäre es selbst heute noch vorbei und ich bin über 30. Ja, also, wie gesagt, mit 12 hätte ich wahrscheinlich irgendwie navigieren gekonnt oder zumindest Himmelsrichtung bestimmen und gehen. Aber mit 9 eher nicht. Naja, aber wie bestimmst du jetzt? Also gut, ich meine, sie gesagt jetzt, der Busch ist eine gerade Linie, der Baum ist eine gerade Linie, okay. Aber ich meine, gerade so Himmelsrichtung bestellen, orientieren, im richtig tiefen Wald, ich meine, das sind nicht solche Krüppelfichten, wie wir hier im Erzgebirge haben, da hast du wenig, dass du Sternhimmel siehst oder irgendwie, oder Sonne oder irgendwas. Also ja, denke ich zumindest, ich weiß es nicht. Das ist wahr, aber gibt halt so Tricks wie, zumindest hier bei uns in der Region, hast du den Moosbewuchs an der Westseite, meine ich, der Bäume immer. Gegen Wind und Gelöt.
Ja, ich hätte es vermutlich damals wie heute so gemacht wie Dory. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Also einfach auf gut Glück geradeaus. Gut, hier wäre ich wahrscheinlich auch irgendwo rausgekommen. Da weiß ich es jetzt nicht. Aber verläuft sie sich nicht gerade, weil sie es nicht kann? Deswegen, sie schafft es ja nicht, zurück auf den Pfad zu kommen. Sie meint, ich bin ja maximal 200, 200, 300 Meter in den Wald hinein. Und wenn sie zurück will... Ja, aber da ist sie ja noch in der Phase, wo sie sich verläuft. Also während sie sich verläuft, sag ich mal. Da ist sie ja eben noch in dieser unkonzentrierten Phase und denkt mehr an ihre bescheuerten Eltern und so weiter und so fort. Und dann? Aber später dann kommt ja wirklich das, wie sie sich eben quasi von einem Baum zum nächsten angelt, um in einer geraden Linie zu bleiben. Was da hat sie dann zwar kein Ziel mehr, aber sie versucht auf einer geraden Linie zu bleiben. Aber sie hat dann nachher den Fluss, an dem sie sich orientiert. Genau. Sie versucht es ja an den Bäumen, weil sie einfach nur sagt, okay, das sieht für mich nach einer geraden Linie aus. Genau. Weil wenn du durch den Wald gehst, siehst du Bäume und dann guckst du so, okay, ich gehe zu dem, dann gehe ich zu dem. Und also daran kannst du dich schon orientieren. Aber dass es halt nicht klappt, siehst du ja, weil sie ja immer tiefer hineinrutscht. Sie kommt ja auch nicht auf die Idee zu sagen, okay, ich finde hier nichts, also drehe ich jetzt um, versuche eine andere Himmelsrichtung. Sie geht hier einfach immer nur stracks geradeaus. Also muss ich aber sagen, würde ich, glaube ich, genauso machen. Weil wenn ich mir denke, okay, du hast am Anfang, in den ersten 30 Minuten, schon so derartig versaut, dass du keine Ahnung mehr hast, wo du bist. Und an dem Punkt kommt sie ja. Dann ist halt der logische Schritt, also wäre es für mich zumindest auch, dann zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt einfach in einer geraden Linie geradeaus, weil irgendwann muss was kommen. Und die Sache mit dem Bach, das fand ich eigentlich auch ganz cool, weil das wäre jetzt auch meine nächste Idee gewesen dann. Aber ja. Aber also ich wäre auch nicht umgedreht. Nachdem ich 30 Minuten mich wirklich komplett verirrt habe, ohne dass ich eine Orientierung habe, in welche Richtung ich überhaupt gerannt bin, dann wäre ich halt auch irgendwie weitergegangen. Ja, aber eigentlich, zumindest weiß ich das inzwischen, wenn man sich verirrt, am besten da bleiben, wo man ist. Ja, deswegen sage ich ja, ich hätte mich hingelegt und Sterbi gemacht, aber das ist halt auch mein angeborener Lebenswille. Ich wäre aus demselben Grund wahrscheinlich weitergegangen. Ich kann mich nicht mehr dran zurückerinnern, wie das mit 9 war, muss ich gestehen. Das ist einfach für mich einfach eine Realität, die ist so fern weg. Das kann ich mir gar nicht mehr so vorstellen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wir sind ja damals auch im Wald gewesen. Und gut, in den USA war ich halt immer mit meinen Eltern. Aber in Deutschland sind wir halt auch nur mit Freunden. Und dann, ich weiß auch noch, wo wir einmal wirklich in einem Wald sind. Und dann haben wir nur gesagt, wir sind kurz mal ein bisschen im Wald spielen. Und ja, irgendwann wurde es dann dunkel. Und wir sind dann irgendwann einmal quasi da durch den halben Wald durch, bis wir dann wieder zurück waren. Mhm. Aber es ist halt eine andere Dimension gewesen von Wald als drüben. Hm. Tja, keine Ahnung. Ich kann es nicht beurteilen. Ja, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt für dieses Buch der Erfahrungshorizont in jeder Hinsicht. Dadurch ist ja, also wie gesagt, wir haben hier auch große Waldstücke, die zusammenhängen und die teilweise auch sich bis zu den Tschechen drüber ziehen und zusammenhängen bis zu den Tschechen rüberziehen. Also ich kann das in Ansätzen nachvollziehen. Ich war aber halt nie das Kind, das jetzt wirklich alleine irgendwie draußen rumgehüpft ist, weil es halt technisch einfach nie ging. Demzufolge fehlt mir da einfach der Erfahrungshorizont dafür. Aber ich habe in dem ganzen Buch nicht einen Moment gehabt, wo ich so sagen konnte, da kann ich jetzt mitfühlen. Das war mir alles zu aufgesetzt, das war mir alles zu künstlich. Ja, ich kann mir das halt überhaupt nicht vorstellen, aber ich glaube halt nicht, dass das daran liegt, dass das Buch schlecht ist, sondern ich glaube einfach, dass das daran liegt, weil ich überhaupt nicht den Erfahrungshorizont habe, den ich mir da teilen könnte. Ich glaube, das kann gut damit zusammenhängen. Ich bin als Kind, weil ich mich auch da kaum noch dran erinnere, also ich kann mich nicht erinnern, wie es mit 9 war, ich kann mich kaum erinnern, wie es mit 39 war, und das ist erst ein paar Monate her. Also ja, ich bin als Kind aber auch halt im Wald rumgehüpft.
gut, natürlich viel kleiner alles, aber als Kind kommt dir das eh auch alles größer und wilder vor. Ich kann mich schon reinversetzen, aber ich verstehe, wenn man das nicht kann, wenn man da keinen Bezug zu hat, dass das Buch dann einfach nicht funktioniert. Wollen wir mal kurz über den Sportteil in dem Buch reden? Bitte nicht. Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Ich glaube, dieser Sportteil war als wahnsinnig wichtig gemeint. Und ich mag schon so Sportsachen. Ich kann das auch verstehen, wie man so in Fantum abgleiten kann und sowas. Und ich bin jetzt auch bei Baseball nicht ganz abgeneigt. Also ich verstehe zumindest das Grundkonzept ein bisschen. Und der ganze Sportteil ist halt auch für mich komplett für den Arsch gewesen. Ich verstehe, dass man den benutzt als Anker zur Realität und zur Zivilisation. Alles klar. Aber was zur Hölle ist ein Inning? Sowas wie eine Halbzeit, nur davon ein paar mehr. Okay. Und ich habe jetzt noch eine Frage. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ist es wirklich so, dass die Mannschaften mehrere Spiele an Tagen direkt hintereinander spielen? Ja, die spielen teilweise wochenlang. Ah, okay, gut. Also es ist halt meistens so, dass du eine Woche lang in der einen Stadt bist, eine Woche lang in der nächsten, eine Woche daheim und so weiter. Also die spielen wirklich jeden Tag fast. Na, okay, gut. Das kam mir beim Lesen sehr seltsam vor, dass die spielen und dann am nächsten Tag direkt nochmal und dann nochmal und das, ja. Nee, also die spielen wirklich fast täglich. Das ist halt auch der Grund, weshalb, also ich weiß nicht, Tinker, da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, aber meines Wissens nach, wenn das jetzt nicht die top-begehrten Mannschaften und die top-begehrten Plätze sind, ist, glaube ich, so ein Ticket für Major League Baseball auch wesentlich billiger als ein Bundesliga-Ticket, oder? Also früher war es das definitiv. Die heutigen Preise kann ich dir nicht sagen. Ich war seit bestimmt 20 Jahren nicht mehr beim Baseball. Ich muss aber auch gestehen, dass Baseball absolut nicht meine Sportart ist. Ich bin ein paar Mal mitgeschleppt worden, frei nach dem Motto, hey, wir sind jetzt gerade hier. Und was halt immer ganz witzig war, weil du halt diese Highschool-Baseball-Sportarten hast, wo du halt wirklich, auch wie beim Basketball, diese Highschool-Mannschaften hast, die wirklich viele so die einzige Chance sind, überhaupt aus der Armut rauszukommen. Und da hat einfach Sport einfach einen anderen Level als bei uns. Es ist günstiger dort, es ist eine andere Mentalität, es ist eine andere Art des Fanseins, es ist eine andere Art mitzufiebern. Und ja, es ist tatsächlich mehr. Es ist nicht wie bei uns, du hast ein Spiel pro Mannschaft pro Woche, sondern wirklich gib ihm durch und dann hast du halt auch wirklich diese langen Marathons, die sie wirklich durchackern und glaube ich, echt ein heftiger Sport, wenn man das professionell macht. Ja, auf jeden Fall. Und ich kann mir halt auch vorstellen, also ich gucke ja ab und zu mal Baseball, dass du als neunjähriges Mädchen in so einen Spieler verliebt bist, kann ich mir gut vorstellen. Weil das sind echt, größtenteils echt hübsche Kerle. Ich meine, die sind alle ziemlich groß, die sind alle relativ stabil gebaut. Halt alle so, naja, oder die meisten halt so der typische amerikanische Junge, also doch schon, also das kann ich mir schon vorstellen, dass man da als Neunjährige einen Crush drauf hat. Ich hatte damals Baseballkarten tatsächlich. Ich auch. Von wem? Ich habe ja immer ein kleines Cardinals-Fähnchen, aber das ist auch schon viele, viele Jahre her. Ich weiß es nicht mehr, es ist so ewig her und ich habe das letzte Mal wirklich, ich weiß nicht, was letztes Mal sowas reingeguckt habe. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Es ist so lange her. Ich glaube, ich war ganz schlimm verliebt in Skip Shoemaker. Und das ist auch bestimmt 10 Jahre her, dass der Sene letzte Saison gespielt hat. Aber da musste ich tatsächlich lachen, weil da wusste ich auch, ich gucke wirklich Baseball in erster Linie wegen der Männer. Muss ich zugeben, so ehrlich bin ich. Weil so wie manche gerne Beachvolleyball wegen der Weiber gucken, so ehrlich bin ich dann doch. Aber das war auch tatsächlich sowas, wo ich mich ein bisschen reinversetzen konnte in das Mädel. Ich gucke ja gern Snooker. Aber das ist doch auch nicht mehr schön, seit Paul Hunter nicht mehr lebt. Die schlafenden Zuschauer sind immer noch schön anzuschauen. Okay. Also ich habe jetzt mal Skip Shoemaker gegoogelt, aber eigentlich wollte ich was anderes. Nämlich, King hat um Erlaubnis gebeten, ob er Tom Gordon in dieser Geschichte verwenden darf. Und der hat gesagt, ja klar, gerne.
Hat der eigentlich jemals für diese Mannschaft gespielt oder ist der einfach ein Baseballplayer, der irgendwo gespielt hat? Moment, ich glaube, er hat tatsächlich, also ich glaube, dass die Spiele tatsächlich so oder so ähnlich stattgefunden haben. Also er hat den Spielplan verändert, sagt er im Nachwort. Und Tom Gordon hat wohl wirklich für die Red Sox gespielt. Oder er sagte ein Tom Gordon, aber ja, Berühmtheiten sind denn niemals die, wie man sie sich denkt oder so. Ja, und ich denke halt auch, dass diese, dadurch die halt wirklich täglich spielen und dadurch eben diese Stadien auch zu etwas vernünftigeren Preisen zugänglich sind, hat, glaube ich, auch der Durchschnittsbürger dazu mehr Zugang, als eben zum Beispiel wir jetzt zu den Spielern von Bayern München, sag ich mal. Weil du eben viel mehr Möglichkeiten von Kontakt hast. Das fand ich eigentlich als, das muss man, glaube ich, verstehen, damit man das Buch versteht. Aber generell, ich glaube, dieser ganze Sportteil, und das Buch heißt ja im Englischen auch The Girl Who Loved Tom Gordon. Da ist, in dem Buch hat er eine Wichtigkeit, der es in meinen Augen gar nicht verdient hat. Selbst für das Buch nicht. Selbst wenn man diesen Hintergrund versteht. Ging es euch da ähnlich? Ich verstehe deinen Punkt gerade nicht. Ich auch nicht. Na, wie gesagt, ich glaube, wie du schon sagtest, und damit biege ich auch schon mal ein bisschen in die Symbolik ab, dieser ganze Sportaufbau, wie du schon gesagt hast, ist für mich einfach der Link in die Zivilisation. Und dieses, wir haben ja hier das Problem, diese ganze technisierte Gesellschaft löst uns als Menschen halt davon los, dass wir noch in der Lage sind, ohne diese ganze technisierte Geschichte überleben zu können im Wald und in der Wildnis und so weiter. Das ist der Kritikpunkt daran. Aber andererseits ist halt diese ganze Technisierung auch das, was uns in Anführungsstrichen zu Menschen macht und eben nicht nur zu Tieren, die auf Instinktbasis handeln und die uns vielleicht auch ein bisschen damit verbindet, eben, ja, was wir sind als soziale Wesen. Aber das ist für mich eine reine Symbolikebene. Und diese Symbolikebene ist halt echt verhältnismäßig dünn für die Menge an Sportmetaphern. Ja, und diese Sportmetapher ist halt für mich zu dünn generell für die Menge an Sport, das in dem Buch vorkommt. Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so tief, wie du das vielleicht denkst. Also für mich war das einfach das Ding, was sie am Durchdrehen oder am kompletten Durchdrehen abhält. Aber dafür hätten halt 2-3 Erwähnungen gereicht und nicht 2/3 des Buches. Entschuldigung, mach du. Du musst bedenken, wann spielt das Buch? Ja, das ist jetzt, wann, 99 ist das erschienen? Es spielt 98. Genau, so, guck mal, 98, da wussten die meisten Menschen noch nicht mal, dass es das Internet gibt. Da wussten die meisten, ich meine, sie redet von einem Walkman mit Radiofunktion, ja. Versuch heute mal einen Walkman zu kaufen, ja. Der Walkman ist ihr Link to Reality. Das ist die Verbindung. So, und sie braucht etwas, an das sie sich festhalten kann. Sie hält sich fest, dass sie die Baseballspiele hört. Und nur der Tom Gordon, der sie begleitet, der ihr imaginärer Freund ist, der sie am Leben hält, er hält sie am Leben. Und am Ende ist ja auch, wo sie dann, kann ich spoilern? Ja, ich kann ja spoilern, ne? Ja, und am Ende den Walkman wirft auf den Bären. Das ist ja, da rutscht sie in diese Rolle von Tom Gordon hinein. Sie versucht ihn auf sich zu projizieren. Sie erzählt ihm alles von sich. Sie findet es gemein, dass sie am Freitag Hausaufgaben kriegt. Das findet er total spannend. Sie versucht einfach nur, ein Teil ihres Kopfes versucht nicht abzudrehen, weil du nicht diesen Faktor hast, den wir heute haben. Diese, was du gerade sagst, diese Technologie, die wir heute haben. Oder diese, das, was uns zu dem macht, dass wir sind. Das war damals anders, ja. Ich meine, versuch mal heute jemanden zu erklären, wie wir damals ohne GPS klargekommen sind, ja. Dass damals Karten gab, die du lesen musstest. Das war ein ganz eigener Skill. Das kann doch heute gar keiner mehr. Setz jemanden einen Kompass hin und sag hier, finde den Weg. Mit dem Kompass kann keiner mehr umgehen. Das ist alles. Ja, ich bin da komplett bei dir. Aber das Problem ist diese Diskussion, dass die Technik uns entfremdet von der Realität. Die gab es halt damals schon.
auch wenn da standen, also das Level ein anderer war, aber die Diskussion war die gleiche. Ja, natürlich, aber sie dreht mit ihrem Kopf eine zweite Realität. Sie weigert sich, in die Realität zu gehen. Sie weigert sich zu sagen, ich bin alleine. Und deswegen erschafft sie sich den Tom, der bei ihr ist, der bei ihr bleibt. Wenn sie ihn braucht, ist er da. Und deswegen ist Tom Gordon wichtig. Sie mochte ihn vorher. Es war der hübscheste Mann aller Zeiten. Und wenn er sie küssen würde, ach, sie würde erstarren. Ja, diese Figur, nur weil sie vorher schon ihn kannte, nur weil er bei den Sox spielt, nur weil sie ihn abends hört, dass er da ist, kann sie weitermachen. Genau, das ist der einzige Grund. Und deswegen brauchst du ihn im Buch. Vielleicht brauchst du nicht Tom Gordon, aber sie kann nicht alleine bleiben. Nee, das meine ich. Aber genau das ist der Punkt, glaube ich, auf den ich will. Diesen Tom Gordon und diesen Schwarm und diese Realitätsverschiebung, da bin ich komplett bei dir. Aber dazu hätten wir halt nicht gebraucht, dass es diese Direktübertragungen gibt, in dem Maße. Nein, weil den Crush kann sie ja vorher schon entwickelt haben und den hat sie ja auch vorher schon. Aber die verfestigen es. Diese Übertragung verfestigen es. Die halten sie am Leben. Sie sagt ja selber, sie macht immer die Batterien aus, also sie macht den Walkman immer aus, damit sie Batterien schaut. Und nur wenn sie diese Spiele hört, das ist das Einzige, was sie antreibt. Und diese Spiele, dass sie dort immer wieder von Tom Gordon hört, sorgen dafür, dass Tom Gordon bei ihr bleibt. Mhm. Ja, okay. Deswegen geht sie nur vorwärts. Und deswegen, das ist diese Verbindung. Walkman Realität, Tom Gordon in der Realität, Tom Gordon bei sich. Das ist diese Verknüpfung, denke ich. Und deswegen, weil sie ihn vorher schon geliebt hat, weil sie vorher, also weil sie zumindest für ihn geschwärmt hat, und er einer von denen ist, die sie kannte. Tom Gordon, ich denke, am Anfang war der gar nicht richtig da. Das war ja erst mit dem Spiel und da wurde sie erst bewusst. Und erst dadurch, dass sie das Spiel gehört hat, kam Tom Gordon zu ihr. Mhm. Und das ist diese Fiktion aus der Realität, die sich zurückspielt in ihre Realität, um vor der Realität zu fliehen. Dadurch, dass die Wildnis immer aktiv an ihr zerrt und quasi das Zivilisatorische aus ihr raustreiben will, aktiv, braucht sie das aktive Element Walkman, das dagegen hält. Mhm. Ja, okay. Ja, macht Sinn. Flo, wie ging's dir denn damit? Ich war gerade abgelenkt. Ja, dieser ganze Sportteil. Ja, du siehst bei meiner Ablenkung, wie sehr ich begeistert davon bin. Ich kann es verstehen, auf der psychischen Ebene, wie sie sich da das als Anker der Realität nimmt. Aber der Sportteil an sich ist für mich eigentlich auch der Schwachpunkt des Buchs. Hm. Jonas? Ja, ich habe ja schon gesagt, ich dachte, das ist halt der Punkt, der sie vom Durchdrehen hindert. Mhm. Aber ja, viel mehr. Aber er hat dich jetzt nicht sonderlich gespürt. Nee, das nicht. Ich fand es auch gut, dass es in dieser Menge war, weil dadurch habe ich halt gemerkt, okay, sie ist ständig kurz davor, wahnsinnig zu werden. Mhm. Ja, okay. Ja, das stimmt. Unter dem Aspekt, ja. Gut, interessant fand ich noch den Teil, als sie dann nach dem Mädel durchsuchen, was ja erstmal mehrere Stunden dauert überhaupt, bis sie begreifen, dass sie weg ist, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, aber dass dann später, als sie nach der Kleinen suchen, diese fälschlichen Hinweise bei der Polizei eingehen. Da weiß ich auch nicht, ob er damit irgendeine Form von Sozialkritik äußern wollte, oder ob er da einfach nur einen Plot-Bunny brauchte, weshalb die Rettung zu spät kommt. Ich vermute, dass es eher einfach ein Plot-Point ist. Weil ich habe mich verlaufen. Ach, da ist sie. Das wäre halt noch eine schlechtere Geschichte gewesen. Nein, sie wäre wenigstens kürzer gewesen und hätte mir Lebenszeit gespart. Also ich glaube, das hast du tatsächlich häufiger, dass Leute andere Leute
an den Karren fahren wollen. Ich habe jetzt eine offene Rechnung offen mit jemand anders und nutze diese Gelegenheit. Da in dem Moment ist es tatsächlich eine Gesellschaftskritik, weil jemand hat aus dieser Not von Trisha die Möglichkeit gesehen, jemand anderen an den Karren zu fahren, ihm Stress zu machen, Ärger zu machen. Und das kann tatsächlich auch in der Realität passieren. Das heißt, es kann sein, dass du tatsächlich irgendwo ein verschwundenes Kind hast und da sagt irgendjemand, aber der war das. Und schon hast du da die komplette Aufmerksamkeit auf dem Bereich, weil solange jemand das anonym macht, weißt du nicht, wer es war. Und du kannst einfach jedem du kannst damit wirklich alles torpedieren. Und diese Zeit, die dadurch gemacht wurde, ist natürlich nicht weiter in die Suche nach ihr investiert worden. Und das sorgt ja auch dafür, dass es wieder länger dauert, bis sie gefunden wird. Also, beziehungsweise, dass sie überhaupt nicht gefunden wird. Gut. Ja, ihr lieben Freunde, die dieses Buch gut finden, bitte moderiert doch noch ein wenig. Weil ich kann zur Handlung nicht sagen, weil es gibt keine Handlung. Was sagt ihr zu dem tollen Bärenwesen? Es hat mich sehr an das Tier aus dem Turm erinnert. Und Flo, ich weiß nicht, ob ich dein Grinsen richtig deute. Du siehst es ähnlich, ja? Ja, absolut. Gut, es war kein großer mechanischer Bär, aber... Wir sind ja auch auf einer anderen Ebene. Ja, genau. Also, er hat mich auch sehr erinnert. Und woran mich das Buch auch erinnert hat... vielleicht auch einfach nur, wir haben eine weibliche Hauptfigur und wir haben einen beengten Raum oder ja, nicht so viele Figuren, die sonst mitspielen. Also ich habe mich irgendwie erinnert gefühlt so ein bisschen an Misery oder an das Spiel, vielleicht auch ein bisschen an Dolores. Das Spiel auf jeden Fall. Misery, Dolores eher nicht, aber das Spiel auf jeden Fall, ja. So in diese Richtung ging bei mir das Feeling für dieses Buch auch. Wie hat euch denn diese Einführung dieses übernatürlichen Elements gefallen? Als sie dann, also man kann es ja als Halluzination weg erklären, man kann es halt auch als zwanghaften Versuch, da was Übernatürliches reinzubringen, deuten. Wie ging es euch damit? Ich fand es großartig. Ich habe es als Halluzination abgetan und dadurch ja, war es ganz nett, aber mehr auch nicht. Entschuldigung. Hedrian, machst du. Na gut. Ich fand's echt toll, weil das neben diesem passiven, ich muss irgendwie in der Natur überleben, auf einmal so ein aktives Räuber-Beute-Ding mit reingebracht hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Da hätte ich gern noch ein bisschen mehr von gehabt und da hätte das Buch noch mal 100 Seiten mehr haben können wegen mir. Das sieht Dela anders. Ich muss das tatsächlich auch so sagen. Es wirkt aber irgendwie auch natürlich. Ich habe die ganze Zeit nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie zwanghaft jetzt was Böses ist, was da ist, sondern es wirkte so, du bist im Wald, da ist was Dunkles, du bist nicht alleine und du weißt, da ist eine Gefahr. Und diese Gefahr manifestiert sich in diesem Ding, in diesem Bösen, in diesem Monster, was du als Kind ja überall siehst. Du siehst die Monster unterm Bett, du weißt, die sind da. Und das ist eine Manifestation, die im Wald auftaucht und sich als dieser Bär entwickelt und da macht er das Maul auf und du siehst da drin diese Bienen und das ist, es wirkt total, ja, es gehört da rein, es gehört in diesen Wald, dieses Biest muss da sein und es ist klar, dass es ganz früh die Witterung von Trisha aufgenommen hat. Es ist die ganze Zeit da. Es ist die ganze Zeit ein Teil der Umgebung, der diese Gefahr, in der sie da ist, sogar noch mal doppelt symbolisiert, weil sie ist alleine, sie ist in Gefahr, sie hat nichts zu essen, hat nichts zu trinken und wird verfolgt von diesem Monster. Und das ist ein Monster, was Erwachsene wieder nicht sehen können, wo wir so ein bisschen wieder in Richtung S gehen. Wo du Pennywise hast, der ja eigentlich auch nur den Kindern erscheint. Und es ist so ein bisschen dieser Pennywise dieses Buches und es fühlt sich so richtig so neu, so ne, also ich habe das Buch
inzwischen bestimmt 30 Mal gelesen und gehört. Ich mag die Hörbuchfassung auch so gerne, gerade weil die von zwei Synchronsprechern gesprochen wird. Und immer abwechselnd von einer Hälfte zur anderen Hälfte wird gesprungen. Und dieses Monster wird halt, es ist immer da. Es ist ab dem zweiten Inning, ab dem dritten Inning, es ist irgendwie da und es ist natürlich und es fließt durch diese Geschichte und du hast halt dieses Große, woran sie glaubt, nicht Gott, aber halt dieses, und hast gleichzeitig das Böse, du hast diese Neutralität, du hast ein Yin-Yang-System drin, was du bei S zum Beispiel nicht hast. Du hast bei S nur das Monster, du hast doch Pennywise. Aber red weiter. Okay, gut. Gut, also gefühlt zumindest im vielleicht hat er was anderes, das gut, jetzt bin ich aus dem Konzert, ich habe meinen Faden verloren. Entschuldigung. Nee, alles gut. Also Yin-Yang, du warst bei Yin-Yang. Ja, ich finde, es ist einfach dieser Ausgleich Tom Gordon auf der guten Seite, dieser Gott, dieses alles, was da ist, dieses Positive, das höhere Ganze und das Negative, Böse. Und dieses, der Wald ist böse, das Monster ist böse, Tom Gordon ist gut, sie ist gut, das höhere Gute, das Höhere ist gut, was sie das Weiße. Genau, ne? Und diese Konstellation mag ich. Und das, ich fühle mich wohl in diesem Buch. Ich fühle mich, ich lese es gerne, ich höre es gerne. Und es ist auch so ein Buch, was ich immer mal wieder raushole, wo ich immer so sage, jetzt ist mal wieder Zeit dafür. Weil ich fühle mich wohl, ja. Okay. Flo, weil ich dir ja in einem Punkt noch widersprechen würde, oder was für mich anders rüberkommt, ich habe diesen Bär nie als böse wahrgenommen. Der gehört irgendwie einfach als Element in den Wald rein. Auch den Wald finde ich jetzt, der kommt mir nicht böse vor, weil sie ist eigentlich fehl am Platz. Mhm. Und so stört sie auch eigentlich den Lebensraum dieses Bären oder was auch immer es ist. Deswegen, für mich kam der nicht unbedingt böse rüber. Mhm. Und Flo, nein, ich widerspreche dir. Nein, Dela widerspricht nicht. Dela sieht es nämlich genauso wie die beiden. Es hätte mir, und das ist ja das, was ich am Anfang schon gesagt habe, hätte das Kind am Anfang viel mehr irrationale Ängste gehabt als rationale, wäre das für mich als Kind auch glaubhafter gewesen. Mir kam nur dieses Element ein bisschen zu spät ins Buch und ich hätte mir davon mehr gewünscht. Dann wäre es für mich auch ein besseres Buch gewesen. So ist es das halt leider nicht, weil es zu wenig war für meinen Geschmack. Ja. Ich hätte eigentlich auch gerne mehr gehabt. Ich fürchte nur, bei mehr, also wir können ja drüber diskutieren, ist es jetzt real oder nicht. Und ich denke, wenn es mehr gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich erkannt, aha, es ist irgendwie eine reale böse Kraft. Und dann hätte das Ganze passend zu 1999 so in ein schlechtes Blair Witch Project abrutschen können. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass es dann doch so ist, wie es ist. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Gut. Ich wollte gerade noch was sagen zu dem Hörbuch. Also mich hat diese zwei wechselnden Sprecherinnen wahnsinnig gemacht. Ich habe immer wieder gebraucht, bis ich mich in die Stimme reingefunden habe. Und ich fand das echt nicht gut. Finde ich gerade eigentlich total toll. Diese Abwechslung und dieses, weil jeder der beiden das ein bisschen anders liest, jeder spricht ein bisschen anders, jeder hat eine leicht andere Betonung und du merkst halt, es ist immer wieder was abgeschlossen. Und das hast du bei anderen Hörbüchern nicht, wenn zum Beispiel nur ein David Nathan die King-Bücher durchliest. Hast du halt, du merkst nicht, dass die Kapitel sich wechseln. Und da hast du wirklich einen Bruch von Kapitel zu Kapitel zu Kapitel. Und das finde ich eine persönlich großartige Methodik, zu zeigen, wir haben ein neues Kapitel und es ist irgendwas abgeschlossen. Und jedes dieser Kapitel hat irgendwo ein Ende und wird mit dem neuen Sprecher neu angesetzt. Es ist nie irgendwie so ein Übergang, wo du genau siehst, du hast jetzt hier und es fließt da rein, sondern du hast immer irgendwie einen Bruch und das ist mit diesem Wechsel der Stimmen dann meiner Meinung nach eins der besten Hörbücher von King. Ich glaube, genau das ist das Problem, weil wir haben das Hörbuch gehört und haben versucht, eine Systematik zu erkennen, nachdem inhaltlich die Stimme wechselt.
Also wir hatten irgendwie immer noch versucht, irgendwie zu legitimieren, dass dann mit dem Wechsel der Stimmen auch ein Wechsel der Perspektive zum Beispiel stattfindet. Das hat aber nicht stattgefunden. Das hat uns dann fürchterlich genervt. Also uns hat es eher genervt, dass wir dann eine Systematik suchen wollten, die nicht da war. Und ich bin halt auch persönlich ein Mensch, ich nehme Kapitel nicht wahr. Eine Geschichte ist für mich eine fortlaufende Geschichte. Eine Geschichte ist für mich kein Buch. Und deswegen möchte ich nicht darauf hingewiesen werden, dass das jetzt ein beendetes Kapitel ist. Ja, also jetzt im Nachhinein muss ich sagen, war es vielleicht eine ganz gute Sache, weil hier sind die Kapitel ja sehr bewusst gewählt. Durch diese, weil es ja heißt, dass Gott immer im 9. Inning eingreift oder so. In der zweiten Hälfte des 9. Innings. Und ja, deswegen war diese Einteilung halt notwendig. Und ich glaube, wenn ich das gewusst hätte, wäre das auch wesentlich besser gewesen mit den Stimmen. Ja. Was immer noch nicht gut ist, sind die Soundeffekte. Wie auf einmal eine E-Gitarre einsetzt, als das Kind den Hang runterrutscht. Das fand ich seltsam. Das brauche ich nicht. Wobei, also die Sprecher sind Joachim Kerzel und die ja leider vor kurzem verstorbene Franziska Pigula. Also ich mag beide Sprecher. Ich war anfangs auch ein bisschen irritiert, aber ich habe das Hörbuch mittlerweile auch 2-3 Mal gehört. Also ich mag es eigentlich schon. Mit den Soundeffekten gebe ich dir recht, ja. Ich habe die gar nicht wahrgenommen, muss ich gestehen. Ich habe die überhaupt nicht wahrgenommen. Ich versuche gerade die ganze Zeit zu überlegen, ob ich irgendwo, ich weiß, es gibt eine Musik, die da ist zwischendurch, aber ich habe die gar nicht wahrgenommen. Das ist eine Leistung bei 30 Mal Hören und Lesen. Ja, du ernsthaft, ich kann mich nicht dran erinnern, dass so eine Geräusche da sind. Und ich habe das, das am Wochenende erst gehört wieder. Ich kann mich nicht dran erinnern, bewusst. Habt ihr denn zum Buch direkt erstmal noch irgendwas zu sagen, was ihr loswerden wollt? Ja. Dann sprich. Ein sehr schönen Moment, den ich fand, war, als der Bär quasi verkündet sozusagen, dass das Mädchen ihm gehört. Für mich kam das ein bisschen so rüber, dass sehr viele Gefahren schlagartig weg sind, weil die einzige Gefahr, ja, die jetzt noch ist, ist quasi die Jagd des Bären. Kam das nur mir so vor, oder? Nee, da bin ich komplett bei dir. Okay. Oder um es frei mit Shakespeare zu sagen, wer für den Strick geboren ist, kann halt nicht ersaufen. Nee, das ging mir tatsächlich auch so. Das fand ich auch schön, auch wie das umgesetzt worden ist. Mit, ja, diesem Kreis, den es um sie zieht, wie so ein Bandkreis. Mhm. Das fand ich sehr hübsch. Da bin ich bei dir auf jeden Fall. Gut. Aber eine Sache noch, dieser Halbkreis. Ich muss gerade dran denken, wenn der Better wirft, dann ist er ja auch in so einem Halbkreis. Ne? Das fällt mir jetzt erst gerade auf, wo du das immer so explizit sagst mit dem Halbkreis, der da gezogen wird. Und der Beta steht ja in so einem Halbkreis. Stimmt, ja. Ne? Das ist scheiße. Gut. Über die Symbolik habe ich ja gerade schon geredet. Wie gesagt, viel mehr als diesen Konflikt zwischen Natur und Technologie und Instinkt und Mensch bleiben, kann ich mir da nicht aus den Fingern saugen. Es tut mir fürchterlich leid. Aber es ist halt für mich ein naturalistisches Buch und da hat Symbolik wenig Platz. Ging es euch da anders? Habt ihr da noch was reingelesen, was ich nicht gefunden habe? Ich habe keine Symbolik. Nee, sonst habe ich, glaube ich, auch nichts. Nee. Vielleicht noch den Fluss als Lebensader? Ja, ja. Wenn man was konstruieren möchte. Ja, lass ich durchgehen. Lebensader lässt einen kotzen und Durchfall bekommen? Ja. Hast du dir unsere Leben mal angeguckt? Da kann dir dieser kleine Herr hier ganz viel von erzählen. Ja. Wie sieht's denn bei euch aus mit Zitaten? Liebe Gästin, hast du eins? Eiswasser. Eindeutig Eiswasser. Na, das, was sie auch so sagt, ich bin Eiswasser. Na, das ist
Das ist irgendwie so das Präsenteste irgendwie immer. Das, wenn ich das Buch anfange, ist dieser Begriff mit dem Eiswasser in den Adern ist immer schon da. Hm. Gut, Jonas? Ich habe kein Zitat. Hendrian? Leider nein. Flo? Sie hockte bei einbrechender Dunkelheit hier draußen im regennassen Wald, hatte sich verlaufen und war allein. Aber sie konnte 30.000 Menschen hören. Das war ein Wunder. Mhm. Die kalte Schönheit des Mondgesichts suggerierte ihr, das unterschwellig Wahrnehmbare sei letztlich doch glaubhafter. Ein Gott, der nicht wusste, dass er oder es ein Gott war. Ein Gott ohne Interesse an verirrten kleinen Mädchen. Ohne wirkliches Interesse an irgendwas. Ein ausbeifollen Basis-Gott, dessen Verstand einer schwirrenden Insektenwolke glich und dessen Auge der ferne leere Mond war. Und als zweites? Trisha war sehr an der Lösung interessiert, aber nicht von der Art, die der Kerl im Rundfunk sie predigte. Die einzige Hilfe, die sie im Augenblick von Gott begehrte, war ein Hubschrauber voller freundlich winkender Leute. Habt ihr hier Verknüpfungen? Ja. Hm? Und zwar erstmal das Offensichtliche, der Radiosender, den Trisha hört, der wird in Castle Rock gesendet. Aber es gibt auch noch weitere lustige Sachen. Auf der Copyright-Seite steht, dass die Lyrics from Gotta Get Next to You von Richie Records Tozier sind, den wir aus S kennen. So eine ähnliche Verknüpfung gibt es auch in Wahn. Und wir hatten ja vorhin schon Cujo erwähnt. Mhm. Und die Familie Trenton hat auch mal einen Ausflug in die Appalachen gemacht. Die sind aber auf dem Weg geblieben. Ansonsten, wie gesagt, der Bär hat mich sehr an den Bären aus dem Turm erinnert, an den Balkenwächter. Ich glaube, das war schon, also gerade mit den Bienen und so weiter, das war schon so gemeint. Ja, ich vermute es. Und dann habe ich noch eine sehr lustige Verknüpfung gefunden nach außen in die echte Welt, nämlich in Medien und Popkultur. Es fällt irgendwann der Satz, vielleicht würde man sie mit einem Rettungshubschrauber abtransportieren, der wie in Mesh ein rotes Kreuz auf dem Bauch trug. Sehr schön. Da habe ich ja gelacht. Das ist mir auch aufgefallen, jetzt wo du es sagst, ja. Ansonsten, Flo, erzähl uns mal was zu den Verwertungen. Ja, es gibt das schon erwähnte deutsche Hörbuch. Es gibt ein englisches Hörbuch, bei dem die Originalpressung einen Fehler hat. CD3 ist CD1 und CD1 ist CD3. Das hat die Leute etwas geärgert. Film gibt es nicht, aber es könnte demnächst einen geben. Oh Gott. Also, ja, mal abwarten. Also es sind sehr viele Sachen geplant. Was davon real wird, müssen wir mal schauen. Mhm. Und es gibt ein Pop-Up-Kinderbuch. Illustriert mit leicht verändertem Text. Es gibt nur eine Auflage von 125 Stück. Und die haben $1,000 gekostet, das Stück. Natürlich dadurch ein sehr gesuchtes Sammelobjekt. Okay. Weiterhin, es gibt sogar noch mehr, also es gibt eine Reihe Macmillions Readers zum Englischlernen. Da ist auch dieses Buch veröffentlicht worden. Und es gibt auch ein Textbuch zum Englischlernen aus dem Max Huber Verlag oder Huber Verlag, das dieses Buch bespricht, sowie ein Buch mit Begleitmaterial. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum dieses Buch hier erst nach Atlantis rausgekommen ist in Deutschland. Das Original ist nicht bei Heine erschienen, wie sonst die anderen King-Bücher, sondern bei Schneeklut, Verlag, der mir sonst eigentlich nichts sagt. Nee, mehr ohne. Und die haben damals die deutsche Erzauflage mit zwei Covern rausgebracht, einem weißen und einem schwarzen, ansonsten aber identisch. Mhm, okay. Gut, wenn es keine Ergänzungen gibt, bleibt mir nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und liebe Tinkerbell, wir haben seit du das letzte Mal da warst, nichts am Bewertungssystem geändert. Deswegen bewerten wir von 0 bis 19. Und ich würde sagen, fang du doch mal an. 0 bis 19. 15 Punkte, wow. Okay. Hendrian? Ich würde 17 Punkte geben.
Ui, das ist eine Hausnummer. Jonas? Ja, ich fand das relativ mittelmäßig. Ich gebe 10. Okay, Flo? Ich würde auch 15 Punkte geben. Es ist eine schöne, geradlinige Geschichte, also ohne irgendwelche Abschweife. Und mir hat es gefallen. Ja, ich reiße es jetzt natürlich wieder raus. Ich gebe 4 Punkte. Weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ein schlechtes Buch ist. Es ist einfach komplett ganz weit weg von meiner Lebensrealität. Demzufolge habe ich überhaupt kein Gefühl kriegen können für dieses Buch. Es ist nicht schlecht geschrieben, aber ich habe weder irgendeine Sympathie für das Kind, noch für die Familie, noch für die Situation, in der das Kind ist. Es hat mir einfach genau gar nichts gegeben und ich werde auch komplett das Buch bis morgen wieder vergessen haben. Gut, sind wir durch oder habt ihr noch was? Ja, so eine kleine Überleitung zu unserem nächsten Buch. Also während dieses Buch hier veröffentlicht wurde und sich Trisha im Wald verlaufen hat, ist King auch im Wald spazieren gegangen und von einem Van überfahren worden. Also wir sind jetzt am Unfall angekommen und da werden wir dann in der nächsten Folge, wenn wir sowieso Kings Biografie besprechen, auch genauer drauf eingehen. Genau. Ja, wie gesagt, nächste Folge besprechen wir dann das Leben und das Schreiben. Und da haben wir auch mehrere Gäste, glaube ich, wieder eingeplant, ne? Ja, haben wir. Ich hoffe, dass wir es auch so hinkriegen, aber wenn alles klappt, haben wir auch wieder 2 Gäste. Genau, und danach geht es dann erstmal weiter mit Daddels. Und ich glaube, danach kommen ein paar Kurzgeschichten. Nein, erst gibt es noch das Schwarze Haus. Ach ja, genau, das habe ich ja schon wieder vergessen. Genau. Gegen Ende des Jahres werden wir dann ins Kabinett des Todes abtauchen. Genau, aber ich glaube, es geht ab jetzt wieder aufwärts mit den Büchern. Darauf werde ich dich nochmal ansprechen. Doch, also Daddels fand ich nicht so schlecht. Und, ja gut, Schwarze Haus lassen wir einfach mal unter den Tisch fallen. Aber Buick fand ich grandios, soweit ich mich erinnere. Ja, das denke ich auch, aber ich habe Daddels als ziemlich schlechte Erinnerung. Das Schwarze Haus ist auch nicht mein Favorit. Na, wir werden sehen. Auf jeden Fall, liebe Hörerschaft, bleibt uns treu und Hörerinnenschaft natürlich auch. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Folgen wieder dabei seid. Wenn ihr mit uns podcasten wollt, könnt ihr das gern tun. Ihr braucht nur Teamspeak. Ihr braucht irgendein Mikrofon, in das ihr reinreden könnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine Kamera dazu schalten, wenn nicht wie heute wieder mal das Stream abkackt. Aber theoretisch wäre das auch im Rahmen der Möglichkeiten. Wenn ihr euch für ein Buch interessiert, das ihr mit uns besprechen wollt, dann guckt einfach an die Leseliste, quatscht uns an auf Twitter oder den üblichen Kanälen. Ihr wisst ja mittlerweile, wo ihr hin müsst. Und dann werden wir dafür sorgen, dass ihr mit uns senden könnt. Wenn ihr die Bücher nicht habt, über die ihr reden wollt, dann meldet euch rechtzeitig. Dann würde ich dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid. Und ansonsten gibt's, glaube ich, organisatorisch erstmal in der nächsten Zeit nichts. Es wird demnächst ein Podstock geben. Da werden wir aber höchstwahrscheinlich nicht mit irgendeinem Format vertreten sein. Zumindest ist das der aktuelle Stand der Dinge. Aber Podstock lohnt sich immer auch für alle anderen Formate, die da auftreten. Gut, in diesem Sinne, ich danke der wundervollen Tinkerbell. Danke, dass ich da sein durfte. Ich danke dem großartigen Hendrian. Es war mir ein innerer Waldspaziergang. Ich danke dem Bärtiger, dem Jonas. Ja, sehr gerne. Und selbstverständlich auch dem großartigen Flo. Es war wieder sehr schön, Dela. Und ich wünsche euch allen da draußen eine wunderschöne Zeit. Verlauft euch nicht im Wald. Und passt gut auf euch auf. Bis demnächst. Tschüss. 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 Tschüss.